Die Ernährung bildet einen wichtigen Grundstein für ein langes und gesundes Katzenleben. Für eine gesunde Ernährung und damit sich deine Katze auch an ihrem Futterplatz wohlfühlt, solltest du die folgenden 10 Dinge allerdings unbedingt beachten. Nummer 1. Futter und Wasser stehen zusammen. Schon seit Ewigkeiten trinken Katzen nicht dort, wo sie ihre Beute verspeisen. Daher solltest du die Näpfe für Futter und Wasser unbedingt voneinander entfernt aufstellen. So bleibt das Trinkwasser sauber und die Katze fühlt sich wohl. Nummer 2. Katzenfutter in die Nähe vom Katzenklo. Katzen sind sehr reinlich und wollen an einem hygienischen Platz gefüttert werden. In die Nähe der Toilette oder direkt daneben solltest du das Futter daher nicht stellen. Nummer 3. Keine Ruhe am Futterplatz. Katzen fressen gerne an einem ruhigen Platz, denn wo Ruhe herrscht, ist meist auch niemand, der ihm etwas aus dem Napf stehlen kann. So lässt sich die Mahlzeit viel besser genießen. Nummer 4. Dauerhaft gefüllte Näpfe. Dieses Problem kennen auch Menschen. Essen aus Langeweile. Ist der Futternapf den ganzen Tag gefüllt, werden Katzen schnell dazu verleitet und gerade Wohnungskatzen können so schnell Übergewicht entwickeln. Darum sind fest eingehaltene Fütterungszeiten wichtig. Ein ständig gefütterter Trockenfutternapf ist daher keine gute Idee. Nummer 5. Hohe Napfränder. Kleine Näpfe oder hohe Ränder stören manche Katze beim Fressen. Das liegt am sogenannten Schnurrhaarstress. Dabei stört es die Katze, wenn beim Fressen ständig ihre Schnurrhaare an den Napfrand stoßen. Die Tasthaare sind sehr empfindlich und durch die ständige Irritation möchten einige Katzen nichts mehr essen. Nummer 6. Kaltes Futter. Eiskaltes Essen kann deiner Katze auf den Magen schlagen. Ist es aber zu heiß, kann sie sich dabei den Mund verbrennen. Das Futter solltest du immer zimmer- oder lauwarm servieren. Nummer 7. Füttern im Mehrkatzenhaushalt. Hast du mehrere Katzen, sollte jede ihren eigenen Napf besitzen, damit es nicht zu Streit kommt. Reicht das nicht aus, muss man die Katzen eventuell räumlich trennen. Nummer 8. Hundefutter füttern. Füttere deiner Katze auf keinen Fall Hundefutter. Dieses enthält viele Kohlenhydrate, die die Katze nicht verarbeiten kann. Fertigfutter für Katzen enthält viel lebenswichtiges Eiweiß. Fehlt das in der Nahrung, dann entstehen schlimme Mangelerscheinungen. Nummer 9. Das Trinkverhalten nicht beobachten. Katzen müssen oft daran erinnert werden zu trinken. Stelle am besten gleich mehrere Wassernäpfe oder einen Trinkbrunnen auf. Milch ist kein geeignetes Getränk für deine Samtpfote. Und Nummer 10. Menschenessen füttern. Vorsicht, giftig! Nicht alles, was für uns gut schmeckt, ist auch für unsere Katzen gut. Es kann sogar tödlich sein. Salami aus Schweinefleisch kann beispielsweise ein Virus enthalten, das sogar zum Tode führt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.